Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tiny Tina's Wonderlands Video. Und zwar geht es heute um den Weißen Reiter. Der Weiße Reiter ist eine legendäre SMG hergestellt von Dahlia und diese könnt ihr in Wonderlands bekommen, ohne einen Zusatzinhalt besitzen zu müssen. Die Weiße Reiter kann von jeder beliebigen Beutequelle im Spiel droppen, das heißt von verschiedenen Gegnern als World Drop, von Automaten im Spiel, aus Kisten und Truhen und auch von den Hasenstatuen in der Chaoskammer. Wollt ihr beim Boss nach der SMG farmen, geht es für euch zum Hexensohn. Um zum Hexensohn hinzukommen, müsst ihr euch auf die Karte Karnoks Wand begeben und den Schnellreisepunkt positiver Freiraum nehmen. Hier angekommen, könnt ihr euch an den Automaten für den Kampf vorbereiten und dann in die Arena des Hexensohns springen, der die Weiße Reiter SMG in seinem Lootpool hat. Habt ihr eine von ihm gedroppt bekommen, sieht das Teil bei euch ungefähr so aus. In meinem Fall ist es jetzt gerade eine Weiße Reiter der Baumwipfel mit einem Schaden von 159, einer Zielgenauigkeit von 78%, einer Handhabung von 70%, einer Nachladezeit von 2,2 Sekunden, einer Feuerrate von 3,67 und einer Magazingröße von 27. Meine hat gerade plus 10% kritischen Trefferschaden und einen 1,5 und dreifachen Waffenzoom. Meine Version hat gerade das Giftelement auf der Waffenkarte und alle Versionen sind bei mir auch bisher nur mit dem Giftelement gedroppt. Als roter Tag steht auf der Waffenkarte Verfaule, Verrotte, Verdirb und Schwere. Die Weiße Reiter besitzt zwei verschiedene Feuermodi. In ihrem ersten Feuermodus verschießt sie einen Giftstrahl, der bei Gegnern Giftschaden verursacht und sie mit einem Giftstatus-Effekt belegt, der auch über Zeit Schaden bei den Gegnern verteilt. In ihrem zweiten Feuermodus, dem Doppelstrahl, macht sie im Endeffekt dasselbe, nur dass, sobald man einen Gegner mit dem Strahl trifft, ein zweiter Strahl erscheint, der von dem getroffenen Gegner auf den nächsten Gegner in die Nähe überspringt. Man kann also zwei Gegner gleichzeitig Schaden zufügen und beide mit dem Gift-Status-Effekt belegen. Was den Schaden angeht, ist die SMG aber eher für die Story und geringere K.O.-Stufe geeignet, wenn man mich fragt. Je nach Bild, Schicksalsbringer und Ausrüstung kann man natürlich noch mehr aus dem Teil rausquetschen, aber ich finde, ein Buff würde dem Weißen Reiter ganz gut tun. Bis hierhin war es das aber auch schon wieder mit diesem kleinen Guide zum Weißen Reiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos rund um Wonderlands zu verpassen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video. Passt auf euch auf und haut rein!